Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Es geht um Selbstermächtigung. Was ist denn das eigentlich? Also, du siehst das ja hier beim Vorspann. Self-Empowerment. Was ist damit gemeint? Oder Self-Empower als Kürzel. Damit ist gemeint, dass du im Rahmen meiner Arbeit in deine ganz persönliche Kraft und Selbstermächtigung kommst. Und dabei spielt die sogenannte Psychoedukation eine wichtige Rolle. Das heißt, hier wird nicht nur etwas mit Menschen irgendwie gemacht, quasi so top-down von oben verordnet, sondern Menschen werden hinterher befähigt, sich selbst zu tun. Einer meiner entscheidenden Lehrer, der Dr. Richard Hart, ein Psychologe aus Amerika, der auch mein Hypnosetrainer war, dort, der hat immer gesagt, wir haben keine Chance, wenn wir nicht die Leute zu guten Hypnotiseuren für sich selbst ausbilden. Und viele Fachleute sehen das ja anders. Sie sind die Experten und wissen genau, was mit dem anderen los ist. Das ist sowohl im klassisch-therapeutisch-medizinischen Sektor der Fall, natürlich als auch im spirituellen Bereich der Fall. Da gibt es immer irgendeinen, der alles weiß, und die anderen, die da hinkommen, bezahlen ihn dafür, dass er das große Wissen weitergibt, und die Leute sind natürlich alle die Unwissenden. Natürlich gibt es ein Gefälle, das ist immer so, vor allen Dingen, wenn jemand schon länger sich auf einem bestimmten Weg befindet. Aber dennoch geht es ja darum, dass derjenige das Wissen dann anpasst an denjenigen, diejenige, die da vor ihm sitzt und die dann eben halt diesen Support braucht. Und das nennt man ja auch Rapport. Das kriegen viele nicht so ganz gut hin, habe ich den Eindruck. Und viele Fachleute, ne? Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das so anzupassen daran, was der andere Mensch jetzt gerade braucht und welche Bedürfnisse er oder sie hat, um dann ihm oder ihr zu ermöglichen, quasi Tag ein, Tag aus mit sich selbst die Dinge zu tun. Und das ist eben das, was dann selbst ermächtigend ist, dass ich mich selber besser verstehe, dass ich selber anfange zu begreifen, wie ich da ticke und wie ich mich selber durch den Alltag quasi manipuliere oder selbst hypnotisiere oder hypnotisieren lasse von anderen, um dann bestimmte Veränderungsprozesse einzuleiten. Das ist nicht nur kognitiv, mental, sondern eben auch energetisch, emotional und auch im Bereich der Selbstversorgung. Zum Beispiel mit Mikronährstoffen und so weiter. Wie man sich da zum Beispiel manipulieren lässt, dass man meint, das zum Beispiel nicht zu brauchen. Und das ist alles sehr komplex. Und es geht immer darum, das individuell an den Klienten oder die Klientin XYZ anzupassen und sich selber möglichst überflüssig zu machen mit der Zeit. Ja, habe ich in anderen Videos auch gesagt, das ist im Spirituellen auch so, der gute Guru macht sich immer überflüssig. Ja, und darum geht es hier im Bereich der Selbstermächtigung, dass die Menschen ganzheitlich eben Körper, Seele, Geist wieder zusammenbringen können. Und dafür braucht es auch eine Coachability, könnte man sagen. Also derjenige, der hier hinkommt, muss auch letztendlich als Grundvoraussetzung dafür gewillt sein, es selber zu tun und nicht einfach nur an den anderen, also an mich in dem Fall, zu delegieren, nach dem Motto, hier hast die Kohle, mach du mal, sondern das ist eine Grundvoraussetzung. Man muss auch gewillt sein, etwas zu verändern und neu zu lernen oder etwas Altes, was nicht mehr funktioniert oder nicht mehr optimal funktioniert, wieder zu verlernen. Und das ist eben halt auch Arbeit. Ja, ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Idee geben, einen kleinen Impuls geben dazu, was hier vielleicht anders ist, was anderswo. Und es ist wirklich eine Kommunikation dann auch auf Augenhöhe. Ja, also wirklich von Mensch zu Mensch. Das ist auch, denke ich, ganz wichtig. Und ich sage mal, meine Klienten sind unendlich viel schlauer als ich bezüglich ihrer eigenen Probleme. Ist ja auch logisch. Die sind ja 24 Stunden mit sich selbst zusammen. Man sieht die Menschen ein paar Minuten in dem Lebensfenster vielleicht, ja, wenn man das mal zusammenrechnet und gegeneinander aufrechnet. Und das, die Leute sind natürlich die Experten für sich. Auch wenn sie das in dem Moment vielleicht in Bezug auf das Problem X, Y und Z noch nicht zu wissen meinen. Und manchmal muss man für die Leute auch etwas Bestimmtes für eine Weile tragen, mittragen und nehmen. Johnson spricht immer vom Gold im Schatten, dass man das so lange trägt, wie der andere das noch nicht meint, selber tragen oder nehmen zu können. Aber es ist wichtig, es ihnen dann zurückzugeben und nicht zu behalten. Das machen dann die schlechten Gurus. Die sagen nämlich dann, du kannst nur kriegen, wenn du bei mir bist. Und jetzt kommt der nächste. Und zum Thema Selbstermächtigung habe ich eben eine Broschüre gemacht. Das ist noch die alte Version mit 7, jetzt gibt es die mit 12 Kräften und die kannst du dir bei mir auf der Seite kostenfrei runterladen.
Und da steht eben ganz viel schon drin zu diesen ganzen Dingen. Ich habe ja schon viele Videos zu diesem Thema hier gemacht, wo es wirklich um ganzheitliche Gesundheit und Potenzialentfaltung geht. Ja, dabei wünsche ich dir einfach viel, viel Freude auch beim Selbsterkunden und viel Erkenntnis und vielleicht sieht man sich ja mal hier im Freiraum. Okay, in diesem Sinne, schöne Grüße vom Bodensee, wünscht Jörg Fuhrmann.